Setz dich hin und notiere das mal runter und dann die Gründe, und dann schreib daneben die Gründe, warum du immer wieder das Gleiche tust. Ja? Immer wiederkehrend einkaufst und sozusagen einem Abo-Modell in Anführungsstrichen folgst, ja? Ohne eines abonniert zu haben. Herzlich willkommen zu diesem Video und diesem Trainingsvideo werden wir uns mal das Thema anschauen, Produktgestaltung. Ja, Produktgestaltung hat auch immer was mit Zielgruppe und Positionierung zu tun und gleich vorweg, in diesem Video möchte ich dir eine Aufgabe stellen, dass du ein weißes Blatt Papier hernimmst, ja, ein weißes Blatt Papier, ja, hier und einen Stift, ja, und dir mal niederschreibst, 7 Produkte oder Firmen niederschreibst, die du regelmäßig aus purer Gewohnheit wiederholend, also wiederkehrend, immer und immer wieder konsumierst und kaufst. Ja, das kann kleine Sachen sein, wie Eis oder Schokolade oder sonst irgendwas, ja, oder Fastfood und so weiter. Setz dich hin und notier dir das mal runter und dann die Gründe. Und dann schreib daneben die Gründe, warum du immer wieder das Gleiche tust. Ja? Immer wiederkehrend einkaufst und sozusagen einem Abo-Modell in Anführungsstrichen folgst, ja? Ohne eines abonniert zu haben. Ja? Ich zum Beispiel, ich gehe jeden dritten Tag zum Rewe einkaufen für frischen Fisch. Ja, das mache ich schon seit Monaten so, rein aus Gewohnheit. Ich habe dort kein Abo-Modell, irgend sowas. Ich habe dort kein abonniert. Oder sowas, aber ich mache das trotzdem rein aus Gewohnheit und aus ganz vielen bestimmten Gründen, ja, wie zum Beispiel, wie wir hier gleich sehen werden, in ein paar Beispielen. Und dann möchte ich nochmal zu dem Thema kommen, Unterschied zwischen Kundenservice und Custom Experience, weil Custom Experience, also Kundenerfahrung, Customer Journey, das sind so Buzzwords, die unglaublich durch die Gegend geistern und ich glaube, die allerwenigsten haben nur richtig verstanden, worum es dabei eigentlich geht. Also, unheimlich wichtige Sachen, deswegen auch rot und grün und so weiter geschrieben hier. Also, der erste Punkt, der erste Grund hier, warum du eine Sache immer wiederkehrend kaufst und sozusagen hier ohne Treuepunkte oder irgendwelche Treuemodelle oder Abo-Modelle immer wieder das Gleiche kaufst beim gleichen Kunden, beim gleichen Geschäft oder so, ist Schnelligkeit. Ja? Wir wollen einfach nur schnell zum Ziel kommen. Ja? Bestes Beispiel, Fast Food, ja, McDonald's. Ist McDonald's qualitativ hochwertig? Ist McDonald's luxuriös? McDonald's ist nicht mal besonders günstig. Also, wer sagt, McDonald's ist günstig, der hat keine Ahnung, ja? Was das Essen wert ist, was du da bekommst. Ja? Und so weiter, Customer Experience, weiß ich nicht so richtig. Auf jeden Fall, es ist einfach schnell, fertig, Ausschluss, basta. Ich habe Hunger, ich will sofort essen, zack, 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 zack. Ja, insgesamt Mittagspause in 5,5 Minuten erledigt. Punkt. Ja, ich habe oder eine Familie geht rein mit 5, 6 Kids. Ja, die wollen schnell ihre Päckchen und so weiter. Die wollen dann nicht keinen langen Stress, nichts machen. Ja, eine Mutti, die mit 5 Kindern kochen müsste, die bräuchte den ganzen Tag nur für die ganzen Vorbereitungen. Also schnell, Speed, ja, das ist kann ein Grund sein. Dann günstig, billig, ja. Einfach letztendlich, warum hat Aldi und Lidl so einen Wahnsinnserfolg, ja? Also die jetzt dann die Stiftungen sind und letztendlich die ganze Welt erobert haben, ja. Du kriegst ja heute teilweise kannst du irgendwie nach Südamerika fahren und findest einen Aldi und einen Lidl, ja. Einfach weil günstig, ja. Ja, es ist nicht irgendwie besonders schnell, okay, so ein bisschen manchmal, ja, manchmal nicht, je nachdem, bei welchem Aldi Lidl du bist und so weiter, Qualität, ja, es passt, ne, also im Vergleich zum Preis, aber hauptsächlich ist es günstig, ja, schnell und günstig, okay, luxuriös, ja, es kann sein, dass du halt irgendwo so ein ganz besonderes Feeling bekommst, weil du halt einfach dieses luxuriöse Gefühl, ja, irgendwie bringst dann zum Beispiel immer wieder dein Date dorthin, deine Frau oder deine Verlobte und so weiter, immer wieder an ganz bestimmten Orten, die halt extrem luxuriös sind, weil mit einem sehr guten Wein und so weiter, weil du halt dann weißt, dass sie halt dann schön sanft ist und so weiter. Also das
luxuriös. Ja? Oder halt einfach, du fährst einfach einen Porsche, weil du genau weißt, du erntest einen Haufen Blicke, und es gibt dir Anerkennung und Status und du fühlst dich besser danach und so weiter. Ne? Dir ist egal, was das kostet. Ja? Dir ist ja auch egal, wie lange du warten musst. Ne? Du bestellst heute irgendwie ein Audi oder ein Porsche oder ich weiß nicht, du musst, glaube ich, irgendwie 1,5 Jahre warten, bis du zum Beispiel deinen AMG bekommst oder sowas. Ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht, es kann sehr, sehr lange dauern. Und dir ist nur wichtig, dass es luxuriös ist. Ja? Und du kaufst immer wieder den neuesten Porsche oder liest immer wieder den besten, den neuesten und so weiter. Kundenservice kann sein, ist super wichtig, da möchte man dann gezielt nochmal extra drauf eingehen. Kundenservice ist halt so, Kundenservice kann eine komplette Firma ruinieren oder eine komplette Firma aufs nächste Level heben. Ja? Da komme ich dann nochmal getrennt dazu. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, ich glaube Apple, die haben einen super Kundenservice, du kriegst halt sofort ein neues iPhone, ja? Wenn irgendwas nicht stimmt, irgendwas, nur eine Kleinigkeit, sofort ein neues iPhone. Ja? Oder ich glaube bei BMW ist es genauso, ja? Wenn irgendwas mit deinem Auto nicht stimmt, sofort Sixt. Ja? Sixt ist zum Beispiel auch Kundenservice. Top. Und deswegen sind sie auch so erfolgreich. Man hat es gesehen, in der Krise ist die Sixt-Aktie runtergegangen, ich glaube, ich weiß nicht, auf 40 Euro irgendwas. Die sind auf 120 Euro innerhalb von 12 Monaten wieder gestiegen. Nicht jede Krisenaktie hat diesen Turnaround hingelegt, aber Sixt hat es geschafft. Man muss bedenken, bei Sixt ging gar nichts mehr. Ja? Also ich meine, Sixt lebt vom Tourismus. Ja? Aufgrund des Kundenservices. Ja, und noch ein paar andere Dinge, die sind innovativ, kreativ in ihren Modellen und so weiter. Aber Kundenservice ist ganz, ganz wichtig. User-Friendliness, ja. Wieso ist das iPhone so erfolgreich oder halt auch insgesamt das Smartphone, ja? Weil du halt einfach mit ein bisschen rumtippen immer ins Ziel kommst, ja. Du hast irgendwie 10.000 Applikationen da drinnen und musst nur irgendwie 5-mal rumswipen, ja. Oder halt die E-Shops, die am user-friendlichsten sind, also am nutzerfreundlichsten sind, die sind ja am erfolgreichsten. Ja, es geht gar nicht so darum, dass das Produkt irgendwie anders ist oder sonst irgendwas. Ja, wenn du halt, sagen wir mal, jetzt bei Amazon ein Wahnsinnserfolg über die Krise, Corona-Krise, hat sich die Aktie hat sich verdoppelt, der Umsatz verdreifacht, haben 100.000 Leute eingestellt, während alle anderen Firmen oder viele andere Firmen ihre Leute auf Kurzarbeit geschickt haben, Kredite aufnehmen mussten von KfW, Subventionenanforderungen anfordern mussten, ja, von ihre Miete nicht zahlen konnten und so weiter und so weiter. Ja? Ich will da keine Namen nennen, aber Amazon hat Leute eingestellt. Ja? Hat Businesses übernommen, ja, oder sozusagen Lücken ausgefüllt und so weiter, weil sie einfach super nutzerfreundlich sind. Du kriegst, wenn du Prime angemeldet bist, zahlst du für die Zulieferung null, egal wie klein deine Bestellung ist. Dir werden Dinge angeboten, ja, dass du schon gar nicht mehr suchen musst. Ah ja, stimmt, ja, das könnte ich jetzt auch noch, genau das wollte ich gerade suchen und das wird mir angeboten. Ja, der Algorithmus, super, ja. Also, Nutzerfreundlichkeit. Überlege dir mal, was kannst du an Nutzerfreundlichkeit mit in deinen Produkten, mit deinem Portfolio mit einbauen? Ja? Wie kann ich sozusagen dem Kunden sozusagen vor die Füße legen, ja, so leicht machen, dass er bei mir kauft? Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Qualität. Also Qualität ist ein Punkt, der so krass unterschätzt wird, auch in der IT-Branche. Da werden halt sozusagen... Da wird zu sehr auf Preis geachtet, ja, zum Beispiel, ja, und dann will man halt mit irgendwelchen Preisen mithalten und so weiter und dann mit Qualitäten vernachlässigt. Lieber weniger, aber dafür qualitativ hochwertig, ja. Und das sage ich auch immer meinen Kunden, mit denen wir operativ zusammenarbeiten, wenn wir zum Beispiel Lead-Generierungen machen, ja, Besuchstermine generieren für unsere Kunden, sage ich immer, es spielt keine Rolle, wie viele Leads wir machen, unterm Strich. Mal ganz ehrlich, wenn wir nur 2 Leads machen in 3 Monaten, wenn die 2 Leads jeweils in 2 Millionen Euro Umsatz resultieren auf die nächsten 2 Jahre, dann haben wir 4 oder 5 Millionen Euro Umsatz gemacht in 2 Jahren und das ist doch okay, oder? Ja. Also, und andersrum kenne ich Beispiele, wo mich verzweifelt ein Geschäftsführer zum Beispiel von IT-Security, Hardware, Software, Spezialistenfirma in München angerufen hat, hat er gesagt, hey, ich habe 45.000 Euro ausgegeben, habe 180 Leads bekommen und kein einziger von den Leads war ein tatsächlicher Kunde, ja, oder Bedarf oder sowas dahinter. Ne? Also Qualität, Qualität, Qualität. Qualität immer vor Quantität. Ja? Ganz, 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 ganz wichtig.
Es gibt nur ganz, ganz wenige Bereiche, wo Quantität wichtiger ist als die Qualität. Ja, also garantiert in der IT-Branche, würde ich mal sagen, garantiert nicht. Ja. Dann, ja, jetzt sind wir hier eigentlich schon durch. Ja. Jetzt nochmal ganz kurz zum Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kundenservice und Customer Experience, also Kundenerfahrung und Kundenservice. Kundenservice in der Regel so, du rufst oder der Kunde, der bereits Kunde ist, ja, die Person oder die Firma, die bereits bei dir Kunde ist, die kommt auf dich zu, ja, und hat ein Problem und du oder deine Kundenservice-Leute, die gehen sozusagen fast maschinell, ja, irgendeinem Leitfaden durch, ne? So, ja, okay, welches Problem, okay, das ist die Lösung, kann ich Ihnen sonst was tun, okay, nein, danke, tschüss, ja, nächster. Ja, hallo, welches Problem, Ihre Kundennummer, okay, so und so, okay, ja, das ist sozusagen teilweise schon vorprogrammierte Softwaren, wo Sie nur noch irgendwie klicken müssen, wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann, ja, das sind so Wenn-Dann-Funktionen drinnen. Und dann wird der Kunde eben, wenn das so irgendwo in so ein Schema reinpasst, wird der Kunde möglichst schnell durchgeschleust, befriedigt, Problem gelöst, zack, weg, nächster. Das geht halt im Minutentakt. Ja. Und wenn der Kunde dazu irgendwas Extravagantes hat, wird schon problematisch teilweise. Ja. Der ganz, ganz große Schritt von traditionellen Kundenservice hin zum Customer Experience ist, wenn ich einem Kunden das Gefühl gebe, dass er was Besonderes ist. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen banal an oder auch so ein bisschen, ja, so klischeehaft oder sowas, aber es ist tatsächlich einer der Faktoren, die Customer Experience von ganz normalen, stinknormalen 0815 Kundenservice unterscheiden. Amazon macht es uns vor, ja, zum Beispiel, ich gehe irgendwas shoppen und irgendwas, ja, und 3 Tage später gehe ich wieder rein und plötzlich werden mir Dinge vorgeschlagen, wo ich mir denke, wow, ja, ich habe noch mit keiner einzigen Person bei Amazon gesprochen, aber Amazon scheint wirklich zu wissen, was ich gerade denke, sozusagen. Ja. Und in der telefonischen Akquise oder im telefonischen Kundenservice ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass du halt einfach mal weggehst von den 0815, ja, und wenn du das willst, ja, sozusagen deinen Kunden, den du mit dem du gerade sprichst, der ein Problem hatte, ja, und das du lösen möchtest, die Zeit dafür nutzt, einfach zum Beispiel mal einen Satz einzuwerfen, wie geht's Ihnen eigentlich gerade? Besonders in der Corona-Zeit. Wenn ich einfach mal irgendwo angerufen habe, ja, oder wir drehen den Spieß jetzt mal um, ich rufe proaktiv voran und es geht darum, dass ich Bedarfsermittlung mache, dass ich Qualifikation mache und so weiter, aber ich habe mal gefragt, wie geht es denn eigentlich aktuell? Wie geht es Ihnen denn eigentlich aktuell? Mit Betonung auf Ihnen, ja? Wie geht es dir denn jetzt eigentlich aktuell mit der ganzen Corona-Krise und so weiter? Wie stehen Sie das eigentlich durch? Ja, das ist zwar weg vom Thema, aber so eine Frage baut eine persönliche Beziehung, Rapport auf. Ja? Denn die Leute sind unfassbaren Veränderungen und teilweise auch Stresssituationen und Unsicherheiten ausgesetzt. Und besonders in Deutschland, wir lieben Unsicherheiten, ja, in Anführungsstriche. Also Deutschland ist wahrscheinlich mit Abstand das Land mit den Leuten, die am meisten Angst haben vor Unsicherheiten. Ja? Also es muss immer alles sicher sein. Ja, so. Wenn du einfach mal wie gehen Sie eigentlich aktuell mit der Lage um? Ich habe das so häufig diesen Satz mit reingebracht und du möchtest nicht glauben, wie plötzlich die Person, der Kontakt, der Kunde, ja, auftaut. Ja, also plötzlich erzählt und so weiter und du lernst den Kunden eben kennen, ja, du baust eine Beziehung auf, ja. Und dann gehst du vielleicht wieder zurück zum ursprünglichen Thema und plötzlich erzählt er halt, okay, ja, und hier und dort haben wir Bedarf und da könnten wir uns mal unterhalten und so weiter, was er dir vielleicht vorher gar nicht erzählt hätte. Ja? Weil das ist einfach sozusagen, you break the ice, sagen die Amerikaner, also in der englischen Sprache. Du hast das Eis gebrochen, ja? Also ist eigentlich 1:1 übersetzbar. Und das ist eben der Unterschied zwischen Standard-Kundenservice, irgendwas, so 0815 per Gebetbuch runterrattern und
maschinell abfertigen Kunden, ja, sei es jetzt im Kundenservice, also wenn er schon gekauft hat oder wenn er noch ein Neukunde ist, ist eigentlich egal. Ja. Und individuell, Individualisierung, das kannst du per Telefon, kannst du es super individuell gestalten, aber auch im Online-Marketing, im E-Commerce, ja, kannst du es auch individuell gestalten. Amazon macht es uns da ein bisschen vor, ja, auch Apple jetzt und so weiter, dass sie einfach ihre Kundendaten dazu verwenden, ihre Kunden das Gefühl zu geben, dass sie persönlich angesprochen werden über letztendlich eine Maschine. Ja? Und Facebook ist auch recht gut schon drin geworden, werden auch immer besser und das ist definitiv die Zukunft. So, das soll es gewesen sein für dieses 15-Minuten-Video und ich hoffe, du konntest dir hier was rausziehen und dann wünsche ich dir viel Spaß in der Umsetzung, in der Gestaltung deiner Produkte, deiner Portfolien und Targetierung. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein im nächsten Video. Wir sehen uns. Bye bye, ciao. Happy Hunting.